Hallo und herzlich willkommen bei guildnews.de. Mein Name ist Eklis und wir öffnen gemeinsam 25 Truhen der Truhe Jahr der Ratte. Das ist die Truhe, die neu mit dem Mondneujahr-Festival ins Spiel kam, leicht überarbeitet wurde und wir schauen auch da gleich mal kurz rein, was denn so dabei ist. Hier sind Standardgegenstände, die wir alle kennen. Beim Garantierten ist wieder das Evon Schlitzklinge Glückskuvert dabei. Kurz in die Vorschau geschaut. Nichts sonderlich Besonderes, mit Ausnahme des neuen Rückengegenstandes, ganz im Jahr der Ratte, nämlich einmal Glückslaterne der Riesenratte und Glückslaterne der Ratte. So sehe das Ganze aus. Das seht ihr dann auch bei uns im Guide bereits. Ist es nicht schön mit den drei Ratten? Ansonsten Glücksessenzen, Feuerwerk und Gold. Vielleicht die überlegene Rune des Feuerwerks als besonderer Drop. Dann, großartig, dass mir alles geschlossen wird. Dann bei den ungewöhnlichen Waffen sind die karmesinroten Waffen zurückgekommen. Der Sternenlichtflügelrucksack und Gleitschirm ist nach wie vor dabei. Das ist das wundervolle Teil. Mal schauen, ob wir es diesmal bekommen. Neu mit dabei ist als exklusiver Gegenstand Schwarzlöwen-Reittier-Auswahltruhe. Damit kann man aus einem der 2000 Edelstein-Reittier-Skins sich einen auswählen. Da dürfte ich auch nicht mal allzu viele offen haben. Bergziege, Schweberochen, sowas in der Art. Ja, schauen wir uns dann einfach mal kurz durch. Und hier unten die Zodiac-Waffen, wovon ich glaube ich auch nur eine einzige habe. Aber das sehen wir ja jetzt gleich. So, fangen wir an. Ich habe mein Inventar aufgeräumt. Schön übersichtlich. Truhe Nummer 1. Ja. 5 Transmutationsladungen, ein Teleport zum Freund von Vans. Eine garantierte Rüstungsfreischaltung und Witterglotten-Farbkit. Karmesinrote Löwen-Farbkit. Ist da irgendetwas Besonderes dabei? Ja, ein paar Farben, die ich tatsächlich nicht habe. Rot auf Pink sollte ich nicht kombinieren, aber Gold-Löwen-Farbe. Sieht ganz schnieke aus. Schauen wir mal nach, was da rauskommt. Ja, weiter zur nächsten Truhe. Aufwertungsextraktoren, weil ich nicht schon genügend davon habe, nämlich bereits 8 auf der Bank. Eine garantierte Garderobenfreischaltung. Yeah. So, ein Farbkit und 2 große Handwerkstaschen. Dann Schwarzlöwenmaterialientasche, Drachensturz, Transmutationsladung, Wiederbelebungskugel und Schwarzlöwenschnipsel. Uhu. Dann Schwarzlöwen-Schlossknacker, 5 Transmutationsladungen. Großartig, wir haben den Sternenlichtflügel-Gleitschirm und den Rucksack bekommen. Da kommt dann jetzt ein gesondertes Video die Tage. So. Glinz-Winter-Farbkit, Drachensturz. Farbkit-Schnipsel. Oh yeah, was Neues. Ich habe tatsächlich die exklusive Schwarzlöwen-Reittier-Auswahl bekommen. Sie ist accountgebunden, also macht euch keine Hoffnung, dass ihr sie verkaufen könnt. Farbkit und große Handwerkstasche. Inzwischen sollte ich bei 6 Stück sein. Korrekt. Farbkit und Schnipsel. 2 sind in der Bank. Diesmal bin ich jetzt bei 4. So. Stoffwechselstarter, Schwarzlöwenticket für Miniaturen und karmesinrotes Löwenkriegshorn. Stoffwechselstarter, Teleport zum Freund. Ich habe ja nicht schon genügend davon. So, das ist Nummer 60. Ne, 61 bereits. Nochmal große Handwerkstasche. Großartig. Nochmal ein Farbkit und ein Teleport zum Freund. Transmutationsladung, Teleport zum Freund.
garantierte Waffenfreischaltung. Das sind jetzt die drittletzte Truhe. So. Eine Truhe noch. Sonne- und Mondfarbkit. Hi. Yeah. Gut. Damit kann ich leben. So, sortieren wir erstmal ein wenig. So. Ist da irgendwas Neues dabei? Nicht, dass ich wüsste. Wie viele habe ich? Ich habe 31. Ja, hier sind die himmlische Hahn-Erntewerkzeuge, da Minis, Sammelknoten, wovon ich schon relativ viele inzwischen habe. Da sind Rückengegenstände dabei, großartig. Dann hier die Glückskuverts. Die 5 brauche ich nicht, die verzehren wir direkt. So. Farbkit darüber, das hier runter, das wird geöffnet. So, alles was wir öffnen und Platz da oben wegnimmt, ziehen wir nach unten. 3 Wiederbelebungskugeln, yeah, kann ich echt gebrauchen. So. Was kostet das Kriegshorn? 7 Gold. 15, 33 im Direktverkauf. Okay, in der Garderobe einlagern. Großartig. Das Teil kommt dahin. Schlossknacker. Ich nehme die Chucksäure. So. Mini, irgendein neues, das noch dabei ist, was ich nicht habe für die Einser. Tatsächlich habe ich diesmal nur ein Ticket bekommen. Kann man drüber streiten, ob das jetzt etwas seltener ist. Nee, da habe ich tatsächlich gerade alles schon für ein Ticket frei. So, erstmal alle 8 großen Handwerkstaschen. So, 23 Haufen weißglühender Staub, 18 Fiolen, 17 große Fangzähne, 19 große Klauen, 6 große Schuppen, 26 wirkungsvolle Giftbeutel, 11 verzierte Totems und 6 große Knochen. Lagern wir ein, dann hat's Julia einfacher. So, 2 große sehr große geöffnet, ein kunstvolles Totem, 2 gepanzerte Schuppen, 2 scheußliche Fangzähne und 1 scheußliche Klaue. Ja. Dann die 3-mal Drachensturz. 9 Leder, ein großes Blut, 2, ja, eine mystische Münze, damit kann ich wunderbar leben. Da lagere ich auch direkt gleich alles ein. So, dann machen wir das hier. 2 Garderobenfreischaltungen. Ja, danke. Jetzt bin ich bei 5. 3 Glints Winterfarbkits. Lichtblau, Dämmerung und Stolz. Alle schon im Besitz. Wir haben die anstehende Aufgabe erledigt. Sonne- und Mondfarbkit. Blauwalfarbe, ist die denn was wert? Ja, 4 Gold 64. Ich habe sie einmal nicht, das heißt, wir verwenden sie. Pastellviolett habe ich tatsächlich schon, wird wiederverwertet. Blauwal wird einmal verkauft für 2,32. So, weg damit. Dann 5 Kamezin-rote Löwenfarbkits.
imperiale Rotfarbe habe ich tatsächlich schon. 380, 98. Weg damit. Leuchtung habe ich, Honigbutter habe ich, Banane habe ich und rote Farbe habe ich. Wiederverwerten. Einlagern. Winterglockenfarbkit. Matriarchenmessingfarbe. 4 Gold, 69 Silber, 7 Kupfer. Ich habe sie nicht. Einlagern. Den Rest habe ich Stierblut, Lichtlila und Lichtgrün. Bestätigt. Ja. Halt. Das war das falsche Fenster. So. Garantierte Waffenfreischaltung. Zittergipfelspieß. Das klingt nach einer Karma-Waffe. Okay. Garantierte Rüstungsfreischaltung. Ascalon-Beschützer, Beinschützer. Okay, das ist Katakomben von Ascalon. Kann ich tatsächlich mit leben, weil ich laufe echt selten Dungeons. Quaggan-Orca-Rucksack. Uno momento. Quaggan-Orca-Rucksack. Yeah! Quaggan! Großartig. So, jetzt sind 5 garantierten Garderobenfreischaltungen, wovon 2 durch Schwarzlöwenfigürchen erworben wurden. Pflaume. Mmh. 30 Silber, 34 Kupfer. Okay. Kavalier. Das ist Schwarzlöwen. Kavalier, Kriegshorn. Ist das viel wert? Ich weiß es nicht. Kavalier, Kriegshorn. 14,99,90. Okay. Wissenschaftliches großes Schwert. Wissenschaftliches Großschwert, Entschuldigung. Um, 138 Gold im Einkauf. Was wäre das denn im Direktverkauf? Ja, 94. Ja, danke. So, jetzt zu den 2, die ich die Figürchen erworben habe. Nebelschirmhelm. Das ist Drachensturz. Das dürfte der leichte sein. Oder auch nicht. Dann ist es der schwere. Moment. Dann war es der schwere, weil den mittleren habe ich schon. So, garantierte Garderobenfreischaltung Nummer 5. Vollstopp. Das ist ein Schild. Ich meinte, der wäre teuer. Ah, nur 58 Gold. Okay. Wie sieht er denn eigentlich aus? Okay, ein Grab. Gut. Dann auf. Das, worauf ihr tatsächlich Lust und Bock habt, ist hier die Auswahltruhe. Jetzt muss ich tatsächlich mal kurz abgleichen. So. Reittiere. Gürteltremor habe ich nicht. Ich finde eigentlich schon echt sneaky. Das ist, der Sonic-Schild. So, Schakal-Urgeister habe ich. Schreinwächters-Schakal-Skin habe ich nicht. Den habe ich auch nicht. Wir nehmen die wilde Bergziege.
Die wird viel zu sehr unterschätzt. Ha! Wird mir angezeigt, ob ich die schon habe? Nein, natürlich wird mir das nicht angezeigt. Großartig. Was wollte ich nehmen? Die Bergziege. Die ist hier. Denn die habe ich nicht. Ich verlinke euch in der Infobox oder im Top-Kommentar das Vorstellungsvideo von Alex. Den hier habe ich schon. Den werde ich euch auch extra noch vorstellen. So. Und alle benutzen. 22,2. Das ist Futter. 12. Das ist Glück. Das ist Futter. Das ist Gold. Das ist Glück. Das ist Glück. Das ist Glück. Das ist Feuerwerk. Das ist Feuerwerk. Das ist Gold. Feuerwerk. Gold. Und das ist Futter. 2 Gold, 2. 31, 35, 47, 69. 71,50 an Gold rausbekommen. Dann tatsächlich recht viel Glück. Kann ich ein Level boosten? Halt, das war hier unten. Bezweifle ich. Aber trotzdem, alles verzehren. Ja, knapp 7000 Glück bekommen. Kann ich mitleben. Und das hier ist Futter. Das ist auch nicht sonderlich viel wert. Das hier ist das richtige Fenster. So, verkaufen. Ja, 50. Nee. Nee. Aber wir stellen das alles da rein. So. Das war's auch schon wieder mit dem dieszyklischen Öffnungsvideo für das Mondneujahr. Wahrscheinlich kommt mit dem 28. Januar eine neue Truhe ins Spiel, aber da lege ich mich jetzt nicht sonderlich fest. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mir gerne, ob ihr mehr Glück hattet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und tschüss.